ich hasse meinen Vater, also das ist ein Anteil. Und ich habe das dann gemacht und ich habe gemerkt, wie mein ganzer Körper weit wurde und ich mich auf einmal total reguliert gefühlt habe und gemerkt habe, hey, in Form von Heilung, in Beziehungen geht es nicht darum, Emotionen wegzumachen, Glaubenssätze wegzumachen, sondern es geht darum, dass das da sein darf. Also ich merke, dass ich in Beziehungen super klar und mitfühlend mit mir selber geworden bin. Und ich glaube, das ist wirklich das Erwachsenwerden in Beziehungen. Also nicht so sehr dieses, wie spirituell und erleuchtet kann ich sein, sondern wie menschlich kann ich sein. Hallo und herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Hier dreht sich alles rund um das Thema Beziehung und Bindungstrauma. Und heute habe ich einen wundervollen Gast dabei, Ludwig von Seelenrave. Er hat einen wundervollen Podcast auf Spotify. Vielleicht kennst du ihn daher. Da macht er ganz tolle Meditation, energetische Heilungssitzungen zum Thema Bindungstrauma und Beziehungen. Und ja, heute spreche ich mit ihm über das Thema energetische Verstrickungen durch Bindungstrauma, Hochsensibilität, wie wir uns lösen können aus diesen Verstrickungen, aus Co-Abhängigkeiten, auch in Beziehungen und wie das Thema Bindungstrauma auch aus einer energetischen, spirituellen Sicht genau betrachtet werden kann. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, bleib unbedingt dran und schreib mir mal in die Kommentare, was deine Erfahrungen mit dem Thema sind. Ja, herzlich willkommen, Ludwig, hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ja, freue mich heute mit dir über Bindungstrauma zu sprechen. Ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, vielleicht magst du erstmal anfangen zu sagen, wie definierst du Bindungstrauma? Weil ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Sichtweisen und mich würde mal interessieren, was bedeutet das für dich? Also ich bin ja ein Experte in Sachen Frequenzen und Energien. Und wenn ich jetzt quasi Bindungstrauma energetisch definieren würde, dann bedeutet das, in einem Fall, also die Konfrontation mit einer fehlenden Kraft, also dass sozusagen einfach eine Energie gefehlt hat, die unser System gebraucht hätte. Oder die Konfrontation mit einer schädlichen Kraft, also man könnte sagen, eine Form von Grenzüberschreitung, eine Form von Missbrauch, eine Form von Energie, die unserem System das Gefühl vermittelt hat, wir sind in Bindungen ausgeliefert. Und das geht natürlich im Mutterleib bereits los, wo wir ja sozusagen energetisch eigentlich komplett eins sind mit unserer Mutter und dementsprechend die ein oder andere energetische Kraft von ihr absorbieren, die uns einfach verwundet oder eben einfach eine Mangelerscheinung erleiden, die wir dann natürlich als Erwachsene projizieren in diese Welt hinaus und wo wir dann aus diesen kindlichen Aspekten heraus, die ich energetisch dann eben wahrnehmen im Körpersystem, die wir dann natürlich in unsere Beziehungen projizieren und meistens dementsprechende Spiegelpartner kreieren. Ja, spannend. Und was würdest du jetzt sagen, jemand, der vielleicht ein Bindungstrauma erlebt hat, wie kann ich das feststellen? Woran würde ich es denn merken dann? Auch auf energetischer Ebene. Also auf energetischer Ebene nehme ich das wahr, und das ist ja bei High Sensitives, mit denen ich ja hauptsächlich arbeite, ist das ja besonders zu beobachten. Also ich kann jetzt natürlich nicht so sehr für die breite Masse sprechen, weil ich arbeite eigentlich hauptsächlich wirklich mit High Sensitives. Aber wenn ich jetzt die Menschen mir anschaue, mit denen ich arbeite, dann nehme ich einfach wahr, dass sich Bindungstrauma meistens dadurch energetisch auszeichnet, dass die Menschen unglaubliche Probleme haben, in sich zentriert zu sein. Also, dass die Energie immer leicht nach außen hängt und das System bzw. Dynamiken im System immer so nach außen fokussiert sind. Entweder in dieser Form von, oh Gott, es könnte in Beziehungen jederzeit was passieren. Ich muss immer gewappnet sein. Ich muss immer sofort eine Grenze setzen können. Also so eine übersteigerte Bewegung nach außen, die sich schützen will. Oder eben eine Form von entweder sehr offensichtlicher oder latenter dissoziierter Sehnsucht. Also die dissoziierte Sehnsucht ist ja das, wenn es dann weggedrückt ist. Und in dem Fall, wenn unser System mit diesem Bedürfnis in Kontakt kommt, dann gehen wir einfach raus aus dem Körper und drücken es weg und mentalisieren es so ungefähr. Also eine Form von latenter Sehnsucht, die uns ja auch ständig
aus dem Körper rauszieht. Also, dass wir immer in so einer leichten Nervosität, Unruhe sind, wie so ein Loch, was wir nicht stopfen können. Also, wir sind immer irgendwie mit in so unserer Sehnsucht beim Thema Partnerschaft, beim Thema Beziehung. Ja, also, es hängt in beiden Fällen immer raus aus dem System. Also, es ist in beiden Fällen nicht zentriert und damit kann natürlich auch nicht so ein Gefühl kultiviert werden von, ich bin mit meiner Energie bei mir und damit auch in diesem erwachseneren, höheren spirituellen Bewusstsein von innerer Ganzheit, das ja nur empfunden werden kann, wenn wir energetisch wirklich da sind, im Körper sind sozusagen. Ja, ich glaube, das ist ja auch gerade sowas, was in der spirituellen Szene dann gerne übersprungen wird. Ja, dann meditiere ich ganz viel und dann bin ich vielleicht mit meiner Energie bei mir, aber manchmal ist ja da noch ein Bindungstrauma, wo es auch erstmal wichtig ist, da vielleicht hinzuschauen. Ja, speziell mit dem Meditieren ist es, was das Thema Bindung betrifft, ohnehin schwierig, weil, ich gebe dir komplett recht, also sehr viele spirituelle Techniken, vor allem wenn sie nicht körperzentriert sind, wenn sie nicht die Bedürfnisse des Nervensystems berücksichtigen, können einfach verwendet werden, um eine Abspaltung vom Körper und damit von den Bedürfnissen des Nervensystems zu generieren. Und dann sind wir ja schon wieder in dieser Form von vermeidenden Bindung. Ich gehe dann, also die Bindungsstile, die sich ja im Außen quasi manifestieren mit einem Gegenüber, die sind ja eigentlich auch nur wieder eine Symbolik der Beziehung zu uns selbst. Also wenn ich quasi ein vermeidender Binder bin, dann vermeide ich ja eigentlich den Kontakt mit meinen eigenen Bedürfnissen und Emotionen. Und da sind natürlich viele spirituelle Techniken großartig dazu geeignet. Trotzdem habe ich es genutzt und ich weiß das auch, also kann ich wirklich bestätigen, um quasi diese Identifikation, ich muss unkompliziert sein, ich darf keine Bedürfnisse haben, ich bin nur sicher, wenn ich sozusagen praktisch bedürfnislos bin. Das war definitiv Teil des Bindungstraumas und hat sich dann auch auf diesen spirituellen Weg sozusagen gemünzt. Ja, und was ist da in dir passiert, dass du gemerkt hast, ah, okay, ich bin vielleicht gerade nicht ganz auf dem richtigen Weg oder hier wiederholt sich vielleicht gerade was Altes, was ich aus meinen Bindungserfahrungen kenne und eigentlich möchte ich doch was anderes. Also wie hast du das gemerkt? Was ist da in dir passiert? Ich glaube, das waren mehrere Etappen. Also ich glaube, für mich war damals ganz, ganz, ganz wichtig, in Bezug auf Heilung in Beziehungen, als ich wirklich begonnen habe, diese Arbeit zu professionalisieren, was mittlerweile ja wirklich schon echt sehr, sehr lang her ist. Aber als ich begonnen habe, so meine Fähigkeiten zu professionalisieren und wirklich damit zu arbeiten, gab es in mir so einen Schalter, der sich umgelegt hat, okay, du hast jetzt nicht mehr die Kapazitäten, dich mit Menschen und Energien zu umgeben in Beziehungen, die dir nicht gut tun. Also ich muss quasi für mich da sein. Also ich finde, wenn man so seine Berufung lebt, wird dein System automatisch energieeffizienter. Du musst gucken, dass du für dich selbst im Flow bleibst und das Toleranzlevel von dem von Leiden in Beziehungen wird grundsätzlich niedriger. Also ich glaube, das ist prinzipiell so ein ganz wichtiger spiritueller Game Changer und so ein Weg Richtung innerer Ganzheit, den man einschlägt, also wenn man seine Berufung lebt, was ja dann bringt dich ja in eine Form von Frequenz von innerer Vollständigkeit schon, du lebst dich ja. Und das war für mich ganz wichtig und dann war tatsächlich für mich ganz wichtig, vor einigen Jahren kam für mich einfach das Thema Trauma super stark in den Space. Ich habe damals so eine Form von, also nach mehreren Jahren schon, wo ich Energieheilung gemacht habe, habe ich damals so eine Form von posttraumatischer Belastungsstörung unter so einer Form von posttraumatischer Belastungsstörung gelitten. Das wurde ausgelöst durch eine Gegebenheit in dem Workshop, den ich gegeben habe und durch einen Konflikt mit einer Workshop-Teilnehmerin damals und ich habe mich danach nicht mehr wiedererkannt. Also ich war vollkommen dereguliert, ich kam einfach mit meinen konventionellen Methoden nicht weiter und musste dann wirklich sozusagen
in Richtung körperzentrierter Traumatherapie gehen, wo es ja wirklich wahnsinnig stark darum geht, mit dem zu sein, was ist, und nicht versuchen, irgendwelche Glaubenssätze zu löschen oder irgendwelche Sachen wegzumachen, sondern wirklich, da geht es ja dann in Form von körperlicher Integration. Und da habe ich wirklich, also und dem bin ich auch treu geblieben und habe das dann sozusagen mit der Energie- und Frequenzarbeit, die ich mache, dann so für mich gemischt. Also dass ich quasi auch die Bedürfnisse unseres Bindungssystems mit berücksichtige in dieser Form von Energiearbeit, die ich mache. Und für mich war das damals total quasi wahnsinnig bahnbrechend und eine wahnsinnige neue Ebene der Körperpräsenz und auch der Regulation des Nervensystems. Als zum Beispiel, ich war damals in Kanada und die Traumatherapeutin, die auch sehr energetisch gearbeitet hat, hat zu mir gesagt, okay, magst du einfach mal aus diesem Anteil heraus sprechen, was du sagst, nämlich ich hasse meinen Vater, also das ist ein Anteil. Und ich habe das dann gemacht und ich habe gemerkt, wie mein ganzer Körper weit wurde und ich mich auf einmal total reguliert gefühlt habe und gemerkt habe, hey, in Form von Heilung, in Beziehungen geht es nicht darum, Emotionen wegzumachen, Glaubenssätze wegzumachen, sondern es geht darum, dass das da sein darf und abgedatet wird, dass es sich mit dem erwachsenen, ressourcenstarken Bewusstsein in uns vermischt. Und das war für mich super, super, super heilsam und hat einfach auch, wie gesagt, dazu geführt, dass ich natürlich auch in Beziehungen gelernt habe, auch wenn ich immer noch dazu neige. Also ich habe immer noch diese Identifikation, sei unkompliziert, eck ja nicht an, einfach aber auch aus dem Grund, weil ich so super high sensitive bin, dass ich das auch immer sehr stark spüre, wenn ich dann was triggere in anderen Menschen. Und das will ich natürlich vermeiden. Das ist ja auch einfach ein sehr legitimer Überlebensmechanismus. Also nicht ständig irgendwie mit den Energien und mit den Triggern anderer Menschen in Kontakt zu kommen. Aber ich, also da hat sich wirklich was getan. Also ich merke, dass ich in Beziehungen super klar und mitfühlend mit mir selber geworden bin. Und auch wirklich weiß, wer ich bin, was ich nicht bin, was ich kann, was ich nicht kann. Und ich glaube, das ist wirklich das Erwachsenwerden in Beziehungen. Also nicht so sehr dieses, wie spirituell und erleuchtet kann ich sein, sondern wie menschlich kann ich sein, so mit mir. Ja. Ja, du sprichst da einen total wichtigen Punkt an, finde ich, weil das eine ist ja, was passiert ist in dem Trauma, und das andere ist, also was ja oft bei Trauma hinzukommt, dieses damit allein gewesen zu sein und damit ja auch im Nervensystem und energetisch komplett überfordert gewesen zu sein. Und es kann so viel, ja, Heilung dahin bringen, wenn wir einfach sein können mit den Gefühlen und da eine neue Erfahrung machen können von ich darf die Gefühle zeigen und da ist jemand da, der mich damit hält. Ich bin nicht mehr alleine damit. Und genau, und das, ja, fände ich voll spannend, auch nochmal zu hören, wie du das auf, also wie du das sehen würdest in energetischer Ebene. Also wie kann da energetisch in ein Bindungstrauma mehr Heilung reinkommen? Also was ich einfach ja auch an der Energiearbeit bzw. an der Frequenzarbeit so wahnsinnig immer faszinierend fand, ist ja einfach gewisse Resonanzfelder zu kreieren. Also wenn ich jetzt quasi Frequenzen generiere, die ganz weich sind, ich gehe jetzt mal in so eine totale Weichheit in meinem Körper hinein, dann ist das natürlich für ein anderes Körpersystem, was mir gegen, also mit dem ich in so einem Space bin, auch total beruhigend und entspannend. Also ich glaube, es ging für mich in dieser ganzen Kombination mit der Energiearbeit erstmal darum, okay, ich nutze Resonanz. Hörst du mich noch? Ja. Hörst du mich noch? Ja. Hörst du mich wieder? Hör dich gut. Weil ich kann. Ah, okay, weil dein Bild oder dein Ton ist zwischendurch. Also war gerade die ganze Zeit okay, nur jetzt bei der letzten Frage. Genau, ich glaube, jetzt geht's wieder. Magst du es nochmal wiederholen oder soll ich nochmal die Frage stellen? Stell einfach nochmal die Frage und ich wiederhole es einfach nochmal. Okay, genau, mich würde nochmal voll interessieren auf energetischer Ebene, wie kann da Heilung
energetisch in ein bindungstraumatisiertes System reingegeben werden? Also, wie ich gerade gesagt habe, ich sage es nochmal, ist natürlich der Hauptpunkt, dass ich dem System ein Resonanzfeld zur Verfügung stelle, energetisch, durch Weichheit und Mitgefühl und Erlaubnis, wo das System zellulär, körperenergetisch registriert, hey, ich darf so sein, wie ich bin. Also ich werde dann sozusagen mit meiner Präsenz ganz, ganz weich, wenn ich so ein System halte, ich werde, man könnte sagen, also ich öffne richtig den Raum. Also es ist wie, als würde ich den Raum energetisch öffnen mit der Intention, es darf jetzt ganz genau so sein, wie es ist. Es ist absolut menschlich, sich so zu fühlen, wie du dich fühlst. Und in dem Moment kann natürlich dieser Anteil, dieser traumatisierte oder verwundete Aspekt, der in irgendeiner Situation hängt, in der Vergangenheit, in irgendeiner Beziehungskonstellation, kann der natürlich registrieren, hey, wir sind ihm wohlgesonnen. Und dann entspannt sich auch das Nervensystem. Denn wenn Anteile das Gefühl haben, wir wollen sie weghaben, reparieren, dann natürlich kommst du, also das kann ich auch fühlen in meinem Körper, dann kommen die Leute natürlich in so eine energetische Kontraktion. Also das ist dann so, dass die Menschen dann dissoziieren, sie erstarren, also der Körper mag gar nicht. Also wenn wir wirklich mit dem Körper arbeiten, der mag das gar nicht, wenn wir mit der Intention da reingehen, wir müssen es jetzt fixen oder verändern oder reparieren. Also ich glaube, das ist erstmal schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und was das Thema Bindungstrauma betrifft, finde ich es halt auch immer total wichtig, energetisch, beziehungsweise mit dem energetischen Fokus, durch die entstandene Entgrenzung wurden einfach sehr, sehr, sehr oft Energien absorbiert. Ja, also dieser traumatisierte Anteil hat sehr oft die Frequenzen, die energetischen Kräfte der Person absorbiert, die sie verletzt hat, beziehungsweise emotional vernachlässigt hat. Also das ist ja Teil des Ganzen. Wenn ich in einer Beziehung bin und ich werde die ganze Zeit emotional vernachlässigt, geht mein System in den Survival-Modus und ist die ganze Zeit eingetuned bei dieser Person. Was macht sie? Liebt sie mich nicht, bin ich sicher, bin ich nicht sicher? Und dann nehmen wir ganz, ganz viel energetisch auf von dieser Person. Und ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, wie gesagt, übernommene Gefühle des Gegenübers, auch der Ahnen. Hier ist natürlich auch sehr oft die energetische Suppe der Ahnen noch mit dabei. Das spiegelt sich ja auch nochmal. Also alles, was nicht deiner Signatur entspricht, alles, was nicht unser Signatur entspricht, wirklich zu separieren. Weil unser Nervensystem ist manchmal so verstrickt mit diesen ganzen, in Anführungszeichen, Fremdemotionen, wenn wir in so einem Bindungstrauma-Kontext sind, beziehungsweise in einer Reproduktion davon. Im Endeffekt inszenieren wir es ja dann immer und immer wieder. Und da ist es super wichtig, einfach auch für die Körperenergiehygiene das rauszulösen, behutsam, so wie es das System annehmen kann, was nicht zu einem selbst gehört. Also du fokussierst so darauf, dass da ganz viel absorbiert wird von den Gefühlen, der, ich sag mal, in dem Erleben dann der Täter, was ich dann in mir habe und vielleicht auch damit identifiziert bin und denke, ah, das ist meins, und es vielleicht auch erstmal darum geht, überhaupt zu erkennen, okay, vielleicht ist dieser Schmerz, den ich gerade spüre, gar nicht meiner, sondern gehört vielleicht auch zum Beispiel zu meiner Mutter. Ganz genau. Also wie gesagt, im Bereich von Mutterleibstrauma ist das sowieso so. Ja, also weil wir da eigentlich von unserem emotionalen Erleben her so gut wie eins sind mit unserer Mutter. Und auch später ist es so, also ich konnte zum Beispiel bemerken oder habe immer wieder festgestellt, auch an mir selbst, dass in Anführungszeichen so verwundete Anteile, die ja vielleicht in der Kindheit oder im Mutterleib entstanden sind, dass die auch wahnsinnig super gut drin sind, die Überlebensstrategien zu kopieren. Der Menschen, mit denen sie zusammen sind. Also ich konnte zum Beispiel feststellen, dass mein System, also als ich noch nicht diesen Weg beschritten habe vor vielen, vielen Jahren, dass ich eigentlich dieselben Überlebensmuster kopiert habe, meine Ex-Partner. Also, dass ich dieselben Dinge auf einmal gemacht habe, um mich sozusagen zu schützen.
Und habe einfach festgestellt, und damals habe ich das natürlich überhaupt nicht registriert, weil ich überhaupt nicht energetisch bei mir war, weil ich auch nicht verkörpert war, weil ich nicht geerdet war bei mir. Und da merkt man das gar nicht, wie sehr man da energetisch in so einem unsicheren Bindungssetting in die Verschmelzung geht und der Körper einfach beginnt, eins zu eins die Sachen auszuagieren, die eigentlich im Gegenüber sind. Und dann hast du wirklich dieses Trauma-Bonding und das ist dann eigentlich ab einer gewissen Ebene unglaublich schwer zu entdröseln, weil sich gewisse Anteile dann nur noch emotional über das Gegenüber definieren. Und da so starke emotionale Verschmelzungen quasi passieren. Und da ist es halt wichtig, dass das Nervensystem registriert, und beziehungsweise das Körpersystem, das Körperenergiesystem, dass es 2024, also jetzt, hier und jetzt sicher ist, dass eine Entkopplung stattfinden kann. Und wenn man dann die Systeme voneinander entkoppelt, die Nervensysteme, das ist meistens im Bauchraum, ja, also im Bereich des Sakralbereiches, hast du so diese ganzen primären Bindungsstrukturen, also das ist sehr fühlbar, dass quasi so diese jungen Anteile, diese kindlichen Anteile, diese Säuglingsanteile, das ist eigentlich alles so im Bereich unseres Bauchraums, Unterbauchbereich, das ist ja dann auch das Hara-Zentrum, dass diese Anteile eine brutale Panik bekommen, wenn man beginnt zu entkoppeln, wenn man beginnt zu sagen, hey, wir bringen jetzt hier eine Differenzierung ein. Das ist das Nervensystem der anderen Person, aber du hast dein eigenes Nervensystem, du hast eine eigene Energie. Und dann beginnt das System erst einmal total zu flattern, oh Gott, was passiert jetzt? Und da muss man wirklich ganz wichtig, dass man mit diesen Anteilen in Kontakt ist und dass man wirklich auch immer wieder die Ressourcen stärkt und dem System suggeriert, hey, 2024, ich bin erwachsen. Ich sterbe nicht mehr, wenn da sozusagen, also das klingt witzig jetzt, ist es vielleicht auch, aber es ist für diese Anteile bitterer Ernst, weil diese Anteile wissen ja teilweise nicht mal, dass wir als Erwachsene sozusagen existieren. Und wenn ich das quasi oft sehe, wenn wir Menschen irgendwelche verzweifelten Beziehungsgeschichten erzählen, wo sie nicht loskommen und dieses oder jenes, dann merkst du fast wie so eine Spaltung im System. Da ist ein erwachsener Anteil und dann ist da so ein wahnsinnig kindlicher, vielleicht sogar Säuglingsanteil und die sind überhaupt nicht miteinander connected. Also dann hast du wie zwei verschiedene Bewegungen im System und dann denken die Personen natürlich, sie werden wahnsinnig, weil sie diesen krassen Kontrast nicht rationalisieren können. Aber im System ist er halt total bitter ernst. Hey, ja, da ist irgendein Anteil, der hat das Ruder übernommen und wenn dieser Anteil das Ruder übernimmt, dann bist du quasi psychisch, emotional 2 Jahre alt, so ungefähr. Und agierst diese Muster aus. Ja, absolut. Und wie du sagst, ich meine, die Bindungsstile entstehen, also sind ja schon nachweisbar mit einem Jahr. Und Ja. das ist ja eben eine ganz, ganz frühe Zeit. Und wie du sagst, fängt ja schon im Mutterleib an. Und ich finde es immer so ganz schön bildlich, dass ich bin zwar erwachsen und vielleicht wohne ich nicht mehr bei meinen Eltern, aber es gibt ja noch wie so eine energetische Nabelschnur teilweise, die halt nicht durchtrennt ist. Und ich kenne das auch aus meiner eigenen Selbsterfahrung auf jeden Fall, wie bedrohlich, lebensbedrohlich sich das anfühlen kann, erstmal diese Verbindungen sozusagen zu cutten. Und gleichzeitig, ich kenne das auch oft von Klienten, dass sie sich dann so ganz arg verurteilen, oh, wieso kann ich das denn nicht? Ich bin doch erwachsen, ich müsste das doch irgendwie jetzt können, eine erwachsene Beziehung zu führen. Und ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, dass wenn da so ein Mangel war und halt keine sichere Bindung schon im Mutterleib nicht, dass, wie du es auch ja im Beginn gesagt hast, die Sehnsucht danach so groß ist, dass jegliche Verbindung eingegangen wird und erstmal, glaube ich, sich das wirklich wie, ja, Sterben anfühlt, wenn man das löst, wenn man noch nie die Erfahrung gemacht hat, hey, ich kann mich ja bei mir anbinden, da ist es ja sicher. Ich glaube, das ist echt so ein ganz schwieriger Punkt, das dann zu cutten. Was ist denn da deine Erfahrung? Wie kann man jemanden motivieren oder wie schafft man diesen Schritt? Weil das fühlt sich ja wirklich extrem bedrohlich an. Also zum einen möchte ich ein paar Sachen dazu sagen. Und die erste Sache, die ich dazu sagen mag, ist, dass natürlich auch im spirituellen Kontext
Und das ist etwas, was ich immer kritisch gesehen habe. Und ich weiß, ich triggere die Leute damit, aber diese ganze Dualseelen- und Seelenpartnergeschichte hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass viele Menschen sozusagen aus ihrem Bindungstrauma heraus sich toxische Beziehungen schönreden und rationalisieren. Das mag alles seinen Sinn und Zweck haben, aber nicht, wenn es dann quasi als Argument benutzt wird, hey, ich muss da jetzt durch, ich muss jetzt da durchleiden, bis ich fertig gelernt habe. Ich muss da jetzt quasi lernen und heilen und mich reiben. Und das sind alles Konzepte, die mögen auf einer gewissen Ebene vielleicht auch wahr sein, aber im Kontext unsicherer beziehungsweise sicherer Bindung sind sie einfach nur wahnsinnig starke Symptome unsicherer Bindungsmuster. Und hier ist meiner Meinung nach auch wieder wichtig zu verstehen, dass hier sämtliche spirituelle Modalitäten, die nicht körperbezogen sind, die nicht die Bedürfnisse des Nervensystems mit einbeziehen, einfach nicht funktionieren, weil Selbstregulation bzw. die Anbindung an sich selbst sich nur über den Körper funktioniert. Also ein Beispiel, jetzt lass uns sagen, des Unterbauches. Du hast da so einen Anteil, der ist völlig im Mangel, völlig in der Sehnsucht, völlig in der Panik, völlig unsicher in Beziehungen, übernimmt sozusagen sofort die Show, wenn er mal aktiviert wird durch ein Gegenüber. Und du hast keine Erdung im Bauchraum. Du bist nicht verbunden, lass uns sagen, mit deinem Becken, mit deiner Wurzel, mit deinen Beinen. Dann wirst du natürlich zu diesem Anteil. Und dann verurteilst du dich vielleicht schrecklich dafür. Ja, warum fühle ich denn jetzt so? Und oh Gott, und es ist doch alles gut. Aber dein Nervensystem weiß das ja nicht. Dein Nervensystem wird eins zu eins zu diesem Anteil. Und wenn wir in Kontakt kommen wollen mit unserer inneren Ganzheit, mit unserem inneren Erwachsenenbewusstsein, mit unseren inneren höheren Frequenzrealitäten, dann geht das meiner Meinung nach nur über den Körper. Deswegen ist für mich dieses Ressourcenentwickeln und dieses Ich komme mehr bei mir an, ein Prozess der Körperpräsenz. Ja, der Körper muss immer mehr und immer tiefer das Gefühl bekommen, es ist sicher, dass du ihn fühlst. Es ist sicher, dass du damit in Kontakt bist. Und das braucht seine Zeit. Ja, unser Körper braucht Zeit, energetisch die Kapazitäten zu entwickeln, uns daran zu lassen, ohne dass wir dissoziieren, erstarren und so weiter und so fort. Also das ist etwas der allerwichtigsten Punkte, die man, glaube ich, verstehen muss in Bezug auf das Nervensystem. Und ich muss mich da selber immer daran erinnern. Als Beispiel, ich war vorhin total gestresst. Und wenn man sehr gut im Körper ist und wenn man vielleicht lange Jahre nicht im Körper war, wie ich so die ersten 20 Jahre meines Lebens so ungefähr, und sehr gut gelernt hat, sich von Emotionen abzuspalten, dann bin ich jetzt immer noch erstaunt, krass, wie heftig Emotionen sein können. Und wie sich das anfühlen kann, also wenn man das wirklich somatisch, körperlich damit in Kontakt ist, also das ist ja wie körperlicher Schmerz. Und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ein reguliertes oder ein stabiles, sicher gebundenes Nervensystem nicht bedeutet, keine negativen Gefühle mehr zu fühlen. Es bedeutet, dass du sie fühlen kannst, dass du in der Lage bist, damit in Kontakt zu sein, ohne dass sie dich komplett rausbeamen. Ja, dass du dir die Zeit nimmst, dass du da bist und dieses Dasein für sich selbst, dieses somatisch mit sich in Kontakt sein, das braucht einfach ein gewisses Level an Heilung, wo wir Unterstützung brauchen, meiner Meinung nach, wo wir ein Gegenüber brauchen, was uns hilft, Co zu regulieren, also damit wir Selbstregulation lernen können. Und es ist das A und O, einfach mit dem Körper verbunden zu sein, weil zum Beispiel im Unterbauch, wo unser tiefstes Bindungstrauma da sitzt, sitzt gleichzeitig im Hara-Zentrum auch die Verbindung wirklich zu den stärksten Potenzialen unserer Seelenfrequenzen. Also hier haben wir genauso Zugang zu diesen wirklich total stabilen Energien in uns. Und es ist halt immer beides da. Ja, es ist das Verwundete da, aber es ist auch immer die Ressource da. Und je mehr das miteinander in Kontakt kommen kann, somatisch, desto mehr findet Regulation statt. Ja, ich glaube, du musst nochmal für unsere Zuhörer erklären, wieso fokussierst du so auf den Unterbauch? Was ist das Hara-Zentrum und was hat das mit Bindungstrauma zu tun? Also zunächst einmal muss ich dazu sagen, ich glaube, dass jeder so auf seiner spirituellen Journey, wenn man so diesen Weg der Heilung beginnt, der ja immer eigentlich ein Weg dann auch der Verkörperung ist, wenn man es richtig macht, meiner Meinung nach. Okay, ich kann natürlich sagen, ich bin nicht mein Körper und Non-Dualität praktizieren,
Aber ganz ehrlich, dann leugne ich das Physische, damit das Menschsein. Das mag ein spiritueller Pfad sein, der für manche funktioniert. Aber wenn ich erfüllte Finanzen, erfüllte Beziehungen, einen gesunden Körper haben will, dann muss ich diesen Körper komplett inkludieren. Und deswegen ist mein spiritueller Pfad, okay, es geht um die Verbindung des Körpers mit Spiritualität. Der Körper muss in dieses höhere spirituelle Bewusstsein kommen. Und wenn Menschen beginnen zu fühlen, dann beginnen sie vielleicht mit dem Kloß im Hals. Irgendwann nehmen sie den Druck auf der Brust wahr. Ah, ich merke, ich habe so einen Druck auf der Brust. Irgendwann vielleicht auch im Solarplexus. Ah, mir wird ganz übel oder das ist wie so ein Knoten in meinem Solarplexus. Und je tiefer wir in den Körper sacken, desto, und das ist total krass, vor allem hier unten im Wurzelchakra-Bereich, was ja auch für unser Überleben steht und eben auch im Hara-Zentrum, was im Unterbauch ist. Also diese ganzen unteren Körperzentren, die bilden sich heraus, also zum Beispiel das Wurzelchakra bildet sich heraus zwischen der Empfängnis und dem sechsten Lebensmonat. Und das Wurzelchakra ja als Energiezentrum, wo es ganz viel um Stabilität, Sicherheit, Überleben und so weiter geht. Und wenn wir quasi den Weg des Fühlens beschreiten, den Weg der Heilung, die quasi dazu führt, dass wir in den Körper kommen, werden wir feststellen, irgendwann krass, hier in meinem Unterbauch, in meiner Wurzel, da passiert ganz viel, da sind ganz viele Überlebensmechanismen. Ich bin total klar und da unten ist aber ein Mechanismus, der zieht mich ständig in Panik und Angst raus. Und deswegen ist für mich dieser Unterbauch so wichtig, das Hara-Zentrum, also das Hara-Zentrum ist quasi die Hara-Dimension, ist super spannend. Das Hara-Zentrum ist im Qigong zum Beispiel der untere Dantian, also das ist das, man könnte sagen, dort, wo wir so unsere Lebensenergie halten, dort, wo wir geerdet sind, wo wir mit uns verbunden sind. Und da sind aber natürlich auch dann somatisch gesehen, diese Bewegungen, die uns ständig wegziehen, ins Trauma hinein, in die Angst hinein, in die Scham hinein, also diese alten, in Anführungszeichen, bindungstraumatischen Bewegungen. Und deswegen ist dieser Bereich so wahnsinnig für mich wichtig, weil er einfach so sehr diese primären Überlebensinstinkte widerspiegelt somatisch und auch fühlbar ist, wenn wir da wirklich schon hinkommen. Und gleichzeitig aber auch so viel Zugang da ist über dieses Hara-Zentrum zu diesem Containment an Erdung, an Seelenenergie. Also wenn ich jetzt quasi ein schwieriges Gespräch zu führen habe oder auch zum Beispiel, wie wenn ich jetzt diesen Podcast aufnehme mit dir und ich will mich zentrieren, dann gehe ich immer in den Unterbauch hinein und erde mich und atme hinein in mein Hara-Zentrum und stelle mir vor, hey, das ist wie so eine leuchtende Kugel, die mich mit meiner Seelenenergie verbindet und dann komme ich sofort in so eine Form von Erdung hinein. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Ja, für mich war es sehr verständlich. Und gleichzeitig würde mich nochmal interessieren, weil, wie ich dich verstehe, du arbeitest viel mit Bindungstrauma auf energetischer, spiritueller Ebene. Wieso glaubst du, dass es für die Heilung von Bindungstrauma unabdingbar ist, diese energetische, spirituelle Ebene mit einzubeziehen, weil ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, die hören das und denken, nee, keine Ahnung, Spiritualität, wieso soll ich das jetzt machen? Ich habe zwar ein Bindungstrauma, mache ich mal eine Gesprächstherapie. Was glaubst du, wieso ist das so wichtig? Oder wieso? Also erst einmal bin ich einfach der felsenfesten Überzeugung, und das sage ich als Energetiker, das sage ich nicht als Therapeut. Du bist ja zertifizierte Therapeutin, das bin ich ja nicht. Ich sage es wirklich als Energetiker aus meiner eigenen Erfahrung, man kann Dinge nur dort heilen, wo sie entstanden sind. Und wenn sozusagen Trauma bedeutet, dass da irgendwo in unserem Körper Energie ist, die noch in der Vergangenheit feststeckt, dann ist es eigentlich energetisch auch relativ eindeutig, okay, da muss ich auch am Körper ansetzen. Oder wenn das Nervensystem total im Fight- und Flight-Modus ist oder in der Starre ist, in gewissen oder in die Dissoziation geht, in gewissen Situationen, Beziehungen, naja, da muss ich am Nervensystem ansetzen. Und das Nervensystem ist nun mal nicht nur der plappernde Verstand, sondern es ist eben auch die Körperintelligenz. Und wenn ich jetzt meine Arbeit mir anschaue, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das zum Beispiel für, ich glaube nicht an das eine, ich glaube an das richtige Timing, wo eine Person gerade steht. Und ich glaube zum Beispiel, dass eine Gesprächstherapie
unglaublich für, wichtig für Leute ist, die sich noch überhaupt nicht fühlen können und die erstmal die Erfahrung machen können, hey, ich darf mit dem sein, was da ist, ja. Und wir machen dann aber natürlich auch verschiedene Schritte in unserer Entwicklung und je tiefer wir uns spüren, je tiefer wir mit uns in Kontakt kommen, desto körperlicher muss, wie ich es empfinde, auch unsere Heilung werden. Desto wichtiger ist es, dass wir mit unserem Körper in Kontakt sind. Und das ist der Weg, der für mich funktioniert hat. Und ich kann natürlich nicht sagen, dass er für alle anderen genauso funktioniert. Aber was halt bei mir auch nochmal total wichtig war, und da ist jetzt zum Beispiel auch die Energie- und die Frequenzarbeit total wichtig, dass mein System halt so offen und so durchlässig ist, dass halt für mich persönlich das Thema Fremdenergien mega, mega, mega wichtig war. Immer. Weil ich einfach immer festgestellt habe, hey, wenn ich mit gewissen Anteilen in Kontakt bin und ich separiere energetisch das raus, was gar nicht ich bin, dass sich die Ladung mindestens um 60% verringert. Weil ich einfach so ein Schwammsystem habe. Und für dieses super durchlässige System, was ich habe, ist es einfach total wichtig, Energien lenken und bewegen zu können und in Kontakt zu sein, ständig energetisch mit meinem Körper, dass ich überhaupt mich fühlen kann. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also das ist ja auch typisch für Menschen mit Bindungstrauma. Ja, dass absolut. Eine Entgrenzung und alles aufgesogen wird und es da gar kein Stopp, also gar kein klares, das bin ich und das ist du, das bist genau. du, sondern ja. es verschwimmt irgendwie alles und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was gehört jetzt zu einem, weil vielleicht damals kein wirkliches Gegenüber da war, was mir geholfen hat, irgendwie ein stabiles Ich mit Grenzen aufzubauen. Es gibt ja diesen schönen Satz, der Mensch wird am Du zum Ich, und ich finde, das passt so zu dem, was du gesagt hast. Und ich habe mich so gefragt, würdest du sagen, weil die Symptome, die du beschreibst, ist ja typisch auch für hochsensible Menschen, dass Hochsensibilität vielleicht eine Traumafolge ist, oder wie siehst du das? Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich würde sagen, ich würde immer differenzieren zwischen einer integrierten Hochempathie und einer unintegrierten Hochempathie. Und die integrierte Hochempathie, die sehe ich schon als spirituelle Seelengabe. Also das muss ich schon sagen. Also zum Beispiel, ich könnte meine Arbeit nicht machen, wenn ich nicht über meinen Körper so wahnsinnig gut fühlen würde, was in einer anderen Person vor sich geht. Ist das manchmal nervig? Ja klar, im Alltag ist es manchmal herausfordernd. Aber es ist auch eine ganz wichtige Gabe. Nun gut, jetzt ist da aber ein gehöriger Unterschied, wenn ich da einen Anteil in mir habe, der sozusagen verschmilzt mit meinem Umfeld. Und ich bin auf einmal, mein ganzer Körper ist irgendwann nur noch, wer bin überhaupt ich? Oder ob ich diese Bewegung merke, aber schon geerdet und integriert in mir bin und sagen kann, hey, es ist okay. Ich sehe diese Bewegung nach außen, die möchte schon wieder verschmelzen, die möchte schon wieder nur bei der anderen Person sein. Ich halte diese Bewegung, ich bin mit ihr in Kontakt und spüre aber gleichzeitig, hey, da sind auch meine Beine, da ist auch meine, sind auch meine Gelenke, da ist auch eine stabile Frequenz von Ludwig, eines erwachsenen Ludwigs, der weiß, ich muss das jetzt nicht mehr machen. Ich darf jetzt bei mir bleiben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen der integrierten Hochempathie und der unintegrierten Hochempathie, dass der unintegrierte Hochempath bzw. Hochempathin nicht anders kann. Es gibt keine Wahl. Ich saug das alles auf. Und dass wir als integrierte Hochempathen den Mechanismus zwar bemerken können, aber frei entscheiden können. Aus unserem erwachsenen Bewusstsein heraus. Wie viel möchte ich jetzt fühlen? Beziehungsweise das, was ich von der anderen Person fühle, das muss ich jetzt nicht fixen und nicht reparieren und muss nicht diesen alten Mechanismen folgen von wegen, ich bin jetzt schuld dran, dass sich die Person so fühlt. Also diese typischen Mechanismen dann eben, die ja auch mit dieser Hochsensitivität einhergehen, dass wenn wir was bemerken beim Gegenüber, dass wir uns sofort die Schuld geben, dass wir es versuchen zu reparieren, zu fixen. Und da sehe ich so ein bisschen den Unterschied, weil meine Hochempathie, die wird nie weggehen. Die Frage ist nur, aus welchem Bewusstseinslevel und aus welcher Integrität im Körper heraus lebe ich sie? Ja, kannst du es für dich nutzen oder wirst du davon benutzt sozusagen?
Und ich denke auch so ein bisschen nochmal, wir haben ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, ja, Spiritualität, inwiefern gibt es da vielleicht auch so ein Spiritual Bypassing an dem Bindungstrauma vorbei? Und ich finde, es ist ja, geht ja auch so ein bisschen, also in vielen spirituellen Traditionen geht es ja eigentlich darum, sehr verbunden zu sein, eins zu sein, was ja auch eine Form von Verschmelzung ist. Und ich glaube, da geht es ja dann auch darum, also kann ich das machen und das genießen und dann aber auch wieder zu mir zurückfinden, oder bin ich dann da drin komplett verloren und finde mich sozusagen nicht mehr? Also wie stabil bin ich in mir und finde auch wieder zu mir zurück, oder passiert das einfach im Autopilot? Ganz genau. Und ich habe zum Beispiel, also das ist ja dann auch einfach das, der positive Effekt eines guten Körpergefühls, zu spüren im System, wie viel Nähe brauche ich und wie viel Space für mich brauche ich. Und Menschen, die sehr entgrenzt sind und nicht bei sich sind, können das meistens gar nicht fühlen, sondern die sind so auf Verschmelzung programmiert, dass genau wie du das sagst, dann auch oft in der, in Anführungszeichen, spirituellen Szene sehr oft mit Alleinheit verwechselt wird. Und dass das ein spirituelles Gefühl ist, aber es ist eigentlich nur ein Trauma-Bond. Und das Ziel sollte sein, genau wie du sagst, dass wir auch fühlen, was brauche ich, um differenziert zu bleiben? Also was brauche ich, um immer wieder bei mir anzukommen? Ja, also ich glaube auch, dass wir uns da verabschieden müssen von Konzepten, die sehr starr sind. Manche Menschen brauchen mehr Raum für sich. Manche Menschen brauchen mehr Nähe, können schneller wieder zu sich kommen. Also dieses alle um einen Kamm scheren, das funktioniert in diesem Kontext einfach nicht mehr. Und das ist auch ein bisschen so das Mitgefühl, was man für sich selber entwickelt. Ich werde jetzt zum Beispiel nie die Person sein, die jetzt 7 Tage am Stück mit einer Person verbringen kann, 24 Stunden, sondern das ist auch so ein bisschen sich selbst kennenlernen. Ja, was brauche ich energetisch, um bei mir bleiben zu können? Weil nur wenn ich differenziert bin, bin ich beziehungsfähig. Ich bin in der Verschmelzung per se nicht mittel- und nicht langfristig beziehungsfähig. Das muss man einfach so anerkennen. Ja, wobei es, ich würde sagen, es sei denn, ich kann halt gut wieder zu mir kommen. Also wenn ich sicher zu mir kommen kann, kann ich ja auch immer mal wieder in die Verschmelzung gehen, solange ich sozusagen mich nicht darin verliere. Oder? Wie siehst du das? Ja, ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also ich glaube, ich verwende den Begriff Verschmelzung jetzt ein bisschen anders als du, nämlich so wirklich als dieses chronische, die Energiefelder pappen aneinander fest, so ungefähr. Und wie du schon sagst, ja, also ich bin komplett bei dir. Sexuell ist das natürlich schön, miteinander in dieses Alleinheitsgefühl zu gehen oder so. Aber ich muss eben auch die Ressourcen haben, genau wie du sagst, immer wieder differenziert mich zu spüren, meine Energie zu spüren, meine Emotionen zu spüren, meine Anbindung zum höheren Selbst zu spüren. Also wie kann mein Energiefeld immer wieder kompakt in meiner Energie resonieren? Ja, also das zwei eigenständige Individuen können verschmelzen, aber sich nicht miteinander verhaken und gar nicht mehr wissen, wer ist was, und sozusagen eine Vermischung, die da stattfindet, die ungut ist, die schadet, die zu Verwirrung führt. Ja, und ich würde da sogar noch weitergehen. Also durch die chronische Verschmelzung, die ja auch über diese traumatisierten, verwundenen Aspekte stattfindet, hast du so eine heftige Reaktivierung von Trauma. Mhm. Also das wird so, das ist die ganze Zeit, wie als würde sozusagen so ein Ping-Pong-Ball zwischen den Anteilen hin und her gepengt werden, so ungefähr. Und das ist hier, glaube ich, auch einfach nochmal total problematisch, dass Menschen, die energetisch so wahnsinnig stark chronisch in die Verschmelzung gehen, dass die auch so eine wahnsinnig starke Aktivierung die ganze Zeit haben. Also das System erholt sich nie wirklich. Also die Aktivierung ist immer zu hoch, es sind immer irgendwelche Trigger im Space.
Also es ist nie mal Raum zur Regeneration, die wir auch brauchen, wie ich es empfinde. Ja. Ja, die, man tritt sozusagen immer wieder gegenseitig in die wunden Punkte rein und bleibt dadurch immer wieder in seiner alten Geschichte und in seinem gewohnten dysregulierten Nervensystemzustand und dadurch streuen wir sozusagen immer wieder Salz in die Wunde und bleiben da, wo es sich vielleicht ungut anfühlt, aber wir kennen es. Es ist vertraut und es funktioniert halt auch deswegen so gut für manche Menschen, beziehungsweise bindet so einen großen Kleber, weil wo du Verschmelzung hast, hast du natürlich auch immer wieder Anteile, die komplett Shutdown machen und die Distanz ergreifen. Also du hast sozusagen keine regulierte Bindung, sondern du hast dann quasi nur diese zwei Pole, Verschmelzung beziehungsweise radikale Distanz, und das Nervensystem ist die ganze Zeit, was passiert hier so ungefähr? Und das ist natürlich auch äußerst problematisch, denn wenn zwei Menschen differenziert bleiben können, immer wieder bei sich ankommen können, mit ihren Grenzen verbunden sein können, braucht es nicht diesen Shutdown und es braucht nicht diese radikale Distanz, die ja wiederum unglaublich bedrohlich ist, zu Recht für gewisse Anteile, weil das ist ja so, wie als würde es bei manchen Paaren, wie als würde sozusagen von der wahnsinnigen Verschmelzung es sich dann navigieren ins andere Extrem, und das ist fürs Nervensystem natürlich völlig desorganisierend. Also die Anteile kennen sich ja dann überhaupt nicht mehr aus. Und du bist dann, man könnte sagen, in so einer ständigen Deregulation. Und die wird für Menschen irgendwann chronisch, wie man könnte sagen, zu so einem toxischen Verliebtheitsgefühl. Weil ich nie in so eine regulierte, entspannte Bindung komme. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die waren 20 Jahre verheiratet und da war eigentlich nie eine regulierte Bindung da. Und deswegen konnten dann gewisse Akteure in dieser Beziehung 20 Jahre eigentlich in diesem berauschten Verliebtheitsstadion sein. Dass ja dann sehr oft das Resultat ist von full on und dann aber wieder off, so ungefähr. Und das ist halt super, super deregulierend fürs Nervensystem. Absolut. Es gibt ja auch da sogar Studien, dass Angstgefühle oft auch verwechselt werden können mit Verliebtheitsgefühlen, weil das eben im Nervensystem eine ähnliche Reaktion hervorruft. Und normalerweise, ja, wie du sagst, wenn wir eine sichere Bindung haben, geht es irgendwann in Liebe über und es sind nicht mehr diese Achterbahn-Verliebtheitsgefühle. Aber ja, wenn wir die ganze Zeit in so einem On-Off und in so einer Unsicherheit sind, genau, dann wie du sagst, kann das irgendwie ewig aufrechterhalten werden, aber es ist auch unfassbar anstrengend und belastend und ja, ungesund im Nervensystem. Brutal. Und ich muss wirklich dazu sagen, also mir ist natürlich bewusst, dass das für die Körperenergiesysteme wie so eine Droge ist, ja, so eine energetische Co-Abhängigkeit, die übrigens auch energetisch sehr leicht zu spüren ist. Das sind dann meistens wie, dass die Anteile so sagen zu mir, ich kann nicht ohne die andere Person leben, und vor allem auch meistens dieses, ich sterbe, wenn die andere Person wegbricht. Also das ist wie so ein ganz starker, es hat so, also auch hormonell generiert das ja sozusagen dieselben Sachen an Dopamin, an Serotonin, an Oxytocin. Also das schmeißt dir im Endeffekt das ganze System durcheinander. Und ist deswegen einfach unglaublich achtsam zu betrachten, meiner Meinung nach. Und ich sehe einfach, dass Leute, die in solchen Beziehungen hängen, nicht langfristig in ihre eigene Kraft kommen können und auch nicht langfristig in ihre Berufung, nicht langfristig in ihre Selbstwirksamkeit, weil einfach 80% oder 90% der Energie des Nervensystems dafür aufgewendet werden, irgendwie in dieser Beziehung zu überleben. Ja, bleibt wenig übrig letztendlich. Total, ja. Ja. Ja, was würdest du denn gerne so zum Abschluss, wenn du eine Nachricht in die ganze große Welt rausposaunen könntest, was würdest du gerne
den Menschen mitgeben zum Thema Bindungstrauma, auch aus energetischer, spiritueller Sicht? Ich würde zum Thema Bindungstrauma mitgeben, dass es wichtig ist, mit seinem Körper in Kontakt zu kommen, dass es sehr dienlich sein kann, auch mit den Chakren zu arbeiten, die ja auch mit den Körperzentren zusammenhängen, also vor allem, wenn es um Fremdenergien geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine energetische Kraft, wenn ich jetzt zum Beispiel missbraucht wurde, dann hängt quasi die energetische Kraft der Person, die einen missbraucht hat, meistens noch im Sakralchakra. Also ich kann das direkt fühlen, wie das feststeckt. Also dass wir wirklich diese körperenergetische Ebene so ein bisschen mehr verfolgen. Und als zweiten Punkt ganz, ganz, ganz wichtig, dass diese Härte und diese Selbstverurteilung Teil des Traumas ist. Und dass sie nicht real ist, sondern dass sie ein Mechanismus ist des Systems, um mit diesem Trauma zu copen. Und dass diese ganzen spirituellen Konzepte von, ja, die Beziehung ist hart und ich muss da jetzt heilen und ich kann da jetzt nicht raus und ich reite mich jetzt dran, dass das sehr oft eben auch Teil des Traumas ist. Also alles, was wir uns sehr oft spiritualisieren und was wir uns einreden und wo wir irgendwelche spirituellen Weisheiten sozusagen, ja, wie in so Phrasendreschereien uns aufsagen, das ist Teil des Bindungssystems und dass es einfach darum geht, für dein Bindungssystem neue Muster zu erlernen und dass du das nicht immer selber hinbekommen kannst, sondern dass du ein Gegenüber brauchst, was deinem System den Raum hält, was in der Lage ist, sich zu beziehen auf deine Anteile und dir hilft, mehr in Kontakt zu kommen mit höheren Frequenzen, mit höheren Bewusstseinsfeldern in dir, mit deinem inneren Erwachsenen. Ich will jetzt nicht so viele verschiedene Begriffe dafür verwenden, aber lass uns sagen, einfach mit Qualitäten deines höheren Selbstes, also mit dem, was du wirklich bist. Und dass dein System einfach lernen kann, hey, 2024 habe ich das Recht, mich anders zu verbinden. Ja, da mag die Bewegung noch da sein, aber ich habe die Wahl, ich muss das nicht mehr machen. Und das ist ein bisschen ein Weg, aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, weil wir einfach sonst die Dinge immer wieder reinszenieren. Und dass unser Nervensystem irgendwann komplett dereguliert. Und ich kann aus meiner persönlichen Warte nur sagen, es geht nicht darum, in Beziehungen perfekt geheilt zu sein. Es geht nicht darum, erleuchtet zu sein. Beziehung ist für mich das Physischste hier. Es ist wirklich die Meisterung des Menschseins in diesem physischen Körper. Und zu dieser Meisterung des Menschseins geht es darum, einfach in Kontakt zu gehen mit seinen wirklich unangenehmsten Mechanismen. Und die werden in Beziehungen hochkommen. Und wenn wir dann die nicht halten können, wenn wir nicht regulierend damit im Körper sein können, ist es einfach wahnsinnig schwer. Vor allem als High Sensitive, weil viele Menschen da draußen, die können das noch wegdrücken und verdrängen. Ja, es ist ja nicht so, als wäre die Masse der Gesellschaft hier diese in Anführungszeichen Beziehungsfähigen, als wäre da alles fein. Ne? Da geht es ja auch darum, wie gut kann ich dissoziieren, wie gut kann ich mich um diese Sachen rumtänzen. Aber als High Sensitive müssen wir das einfach lernen und das ist wirklich ein toller Weg. Und es ist einfach auch ein Weg, wo es, wie ich es empfinde, total wichtig ist zu verstehen, dass viele Erfahrungen, die wir machen, der Heilung dienen. Und dass wir das erkennen dürfen, hey, die Person ist jetzt nicht da zum Heiraten, die Person ist jetzt mal da, damit ich hier so für mich den nächsten Schritt gehe und dann aber sage, hey, nee, stopp, es muss jetzt nicht hier um, es ist nicht das, was ich will. So, ja? Also hier auch wirklich den freien Willen anerkennen und sich nicht in dieses Gefühl hineingeben, hey, ich bin hier ausgeliefert. Weil das ist einfach nur eine Trauma-Response. Es geht darum, dass unser System ermächtigter und ermächtigter und ermächtigter wird. Was will ich und was bin ich in Beziehungen? Und was will ich nicht und was bin ich nicht? So, so viel dazu. Ja, danke für deine Abschlussworte. Und ja, vielen Dank für deine energetische Perspektive, da nochmal so einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Habe so an einigen Stellen gemerkt, dass es ja auch gar nicht so unterschiedlich oder vielleicht einfach nur andere Worte auch für ähnliche Dinge und genau, fand es aber ganz genau. Ja. Bereichernd auch. Ja, danke dir. Ich danke dir.
Ja, so schön, dass du hier dran geblieben bist und bis hier in diese Folge geschaut hast. Ich würde mich total freuen, von dir zu hören, was du mitnehmen konntest in den Kommentaren. Lass super gern ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat, und folg dem Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Und wenn du da gerne tiefer einsteigen möchtest in das Thema Bindungstrauma, innere Kindheilung, Mutter-Vater-Wunde, dann lade ich dich ganz herzlich ein in unseren Omana Circle, einen Ort außerhalb von Social Media, wo wir uns austauschen können, wo monatliche Workshops zu diesen Themen stattfinden und wo eine wundervolle Community auf dich wartet. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Link findest du in der Beschreibung. Bis dann.